Ja, Grüße. Heute mal war ich mit einem Objektiv der etwas besonderen Art unterwegs. Keins der üblichen Wechselobjektive für normale Fotokameras, sondern ich habe ein Objektiv mitgenommen und per Adapter an meiner MFT Olympus gehabt, was eigentlich an eine 16mm Filmkamera gehört. Und zwar blende ich mal kurz die alte Kamera hier ein. Ja, das war eine 16mm Filmkamera, Baujahr 1937. Und das Objektiv war Baujahr, weiß ich jetzt nicht genau, habe ich irgendwo nachgeguckt mal hier in den Listen, ist ca. 60 Jahre alt, das Objektiv. Dieses Objektiv von Bausch & Lomb, 25mm Brennweite und kleinste Blende 1.9, ist in der Ausführung, wie ich es hier habe, so ultra, ultra selten, und zwar dieses mit dem roten Ring. Das ist sehr, sehr selten. Ja, und das habe ich dann einfach mal per Adapter an meine Olympus MFT-Format dran geschraubt. Kleiner Adapter. Ja, kann man das Objektiv dann dran schraubseln. Und dann passt das an die Olympus MFT. Das geht natürlich auch für andere Kamerasysteme, wobei man sagen muss, bei einem Filmformat von 16mm hat man selbst bei 25mm Brennweite hier an einer MFT, Kopffaktor 2, wenn man ganz offen fotografiert, leichte Vignettierung schon. Man muss also eine Stufe abblenden. Das wäre dann in dem Fall hier auf laba. Ja, 2.9. 2.8, wie komme ich jetzt? Ja, egal. Jedenfalls eine Stufe abblenden. Dann ist die Vignettierung schon weg. Bei Vollformatkameras kann man diese Sachen mit diesen 16mm Objektiven vergessen. Also die für 16mm Filmformat waren. Es gibt auch Super 8 Filmkameras, wo man Wechselobjektive dran hat. Sehr oft haben diese alten Objektive und auch neuere sogenannten C-Mount. Das ist C-Mount. 2,5 cm Gewinde, C-Mount. Nennt sich das. Und dafür gibt es natürlich auch massenweise Adapter. Man darf sich nicht darauf verlassen, auf den Anschluss. Man muss nachgucken, wenn es für eine kleine Filmkamera Super 8 war, kann man das selbst an MFT schon vergessen. Dafür ist der Sensor zu groß. Selbst wenn man Objektive nimmt, die für eine 16mm Filmkamera gedacht waren, kann man eigentlich vergessen, wenn man unter 25mm Brennweite kommt. 35 wäre eigentlich besser, sodass man auch offen, problemlos, ohne Vignettierung Fotos machen kann. Aber alles, was unter 25 ist, kann man eigentlich gnadenlos vergessen. Davon gibt es einige im Netz. Unter anderem irgendeine chinesische Kamera, die eigentlich für TV-Überwachung gedacht ist, für Videoüberwachung, die soll sehr gut sein. Ja, jedenfalls unter 25mm kann man vergessen. Und ich bin erstaunt, wie dieses kleine, seltsame Objektiv, was wie gesagt eigentlich für eine Filmkamera gedacht war, für eine uralte, 60 Jahre alt, derart gute Bilder liefern kann. Das macht richtig viel Spaß, mit so einem Objektiv rauszugehen und zu fotografieren. Ich blende da gleich mal ein paar Bilder ein. Das ist schon wirklich super, und zum Filmen funktioniert das allemal tatsächlich auch an einer modernen Digitalkamera hervorragend. Da habe ich also einige Tests gemacht und das ist wirklich sehr gut. Ja, das Ding ist natürlich in einem super Zustand, da habe ich sehr viel Glück gehabt und die Kamera war leider nicht mehr zu retten. Schade drum, aber die war vollkommen kaputt, da hat nichts mehr funktioniert an dem Ding. Sehr interessant, sollte man sich mal wirklich vor Augen halten, sollte man wirklich sich mal angucken, ob man diese Objektive mal benutzt. Ja, viel sagen kann man dazu nicht mehr, außer wie gesagt beachten, dass man nicht unter 25mm Brennweite kommt, wenn man MFT verwendet. APS-C oder Vollformat ist dafür der Sensor schon zu groß, das gibt nur Vignettierungen. Das Ding ist wirklich in einem derart guten Zustand, alles läuft super. Weich, Blendenlamellen, ja, ich glaube, das Ding hat, ich weiß gar nicht wie viel, unzählig viele Blendenlamellen, ist Wahnsinn.
vergütete Optik schon, auch beachtlich, und macht gestochen scharfe Bilder, richtig super Sache. Werde ich mir noch einige von kaufen, und ich bin wieder mal froh, dass ich eine MFT-Kamera habe, eine Olympus habe, die mir dann ermöglicht, mit solchen Sachen rumzuspielen, ohne großen Aufwand. Ja, ich habe mir halt keinen Adapter selber gebaut, das lohnt nicht hier, für den paar Euro hier kann man sich so ein Ding bestellen. Also, ja, unendlich erreiche ich auch damit, also hat wirklich Spaß gemacht. Wirklich eine empfehlenswerte Sache, unbedingt mal ausprobieren, diese C-Mount-Sachen, und sich mal ein bisschen reinlesen, in die Foren gucken, was die Leute für Erfahrungen mit welchen Objektiven gemacht haben. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal eins kaufen und kann das wirklich nur weiterempfehlen. Und dann viel Spaß mit den Bildern mal. Still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Through the dark, stand by, watch me fall.